So, dann wollen wir mal den Ork suchen. Aber erstmal müssen wir hier aus dem Turm raus. Probieren wir erstmal die Rune von ihm zu benutzen. Vielleicht kommen wir damit ja doch irgendwie nach unten. Das sieht irgendwie nicht so aus. Oder? Ne, hier geht's wieder nur nach oben zu ihm. Die Truhen haben wir schon beide geöffnet, richtig? Richtig. Ärgerlich, ärgerlich. Noch keinen versteckten Weg nach unten. Da irgendwo? Nö. Na gut, dann werden wir uns jetzt wohl zu den Wassermagiern teleportieren müssen. Und von da aus wieder hierher laufen. Aber erstmal brauchen wir Mana. Tränke müssten wir noch mehr als genug haben. Jupp. Und jetzt aber. Hast du mit Xardas gesprochen? Die ganze Sache ist anders, als du denkst. Was heißt anders? Er muss einen Weg finden, wie wir den Erzhaufen sprengen können. Der Erzhaufen, ist mittlerweile sehr groß. Suche Xardas. Er muss uns helfen. Ja, wir können ihm nicht direkt sagen, was wir jetzt vorhaben. Damit wäre er bestimmt nicht einverstanden. Aber gut, wo wir hier sind, nochmal nach Tränken gucken. Denn Geschwindigkeitstränke können wir nicht genug haben. Sei gegrüßt. Zeig mir deine Ware. Was hat er da unten noch? Wasser, Reis, Wein. Gut, wir haben nicht wirklich was Neues zum Verkaufen, ne? Schade. 8000 Erz haben wir noch, was eine ganze Menge ist. Oh doch, die ganzen Jagdtrophäen können wir loswerden. Ist zwar nicht allzu viel, aber jedes bisschen hilft. Wie teuer sind die Geschwindigkeitstränke eigentlich? 100 Erz. Okay. Sind das eben 5 Tränke. Denn ja, ohne die Tränke würde der Weg jetzt zurück ziemlich lange dauern. Denn wir müssen fast ganz genau dahin zurück, wo wir eben gerade hergekommen sind. Nämlich das Kastell, was Xardas meinte, das östlich von seinem Turm ist, wird wohl der Turm sein, den man vom alten Lager aus schon sehen kann. Also der ganz oben auf dem Berg, wo wir das eine Buch gefunden haben. Also ja, wir werden jetzt den ganzen Weg zurücklaufen müssen. Wenn es denn das wirklich ist, denn es gab noch ein noch eine Burg im Osten, da wo die Harpien waren. Und allgemein gab es da recht viele Türme. Also auch den versunkenen Turm zum Beispiel. Aber Xardas meint, es müsste auf einem hochgelegenen Berg sein. Also kann es eigentlich nur der verfallene Turm sein mit dem Buch oder die richtige Burg mit den Harpien, wo wir Lester getroffen haben. Und vielleicht hätten wir vorher noch schlafen sollen. Aber gut, im Dunkel der Nacht können wir uns vielleicht eher an den Turm ranschleichen. Nur für den Fall, dass der Ork doch nicht ganz so freundlich ist, wie Xardas meinte. Aber wenn er schon von Orks ausgestoßen wird, dann wird er einen recht komischen Charakter haben. Aber sei es drum. Ja, das war schon komisch damit Xardas. Wir hatten eigentlich alle unsere Hoffnung in ihn reingesetzt, dass er uns jetzt einen direkten Weg sagen kann, wie wir aus dieser ganzen Misere hier rauskommen. Aber dass er uns das Wissen erstmal vorenthält und will, dass wir für ihn was erledigen, obwohl wir eigentlich schon eine Aufgabe erfüllt haben, nämlich seine Zugangsqueste, also dass wir die Golems umbringen, das müsste uns doch eigentlich schon als würdig genug erweisen. Ja, ist ziemlich anmaßend, der Kerl. Aber wenn er die Macht hat, wirklich was zu verändern, dann haben wir nicht wirklich eine große Auswahl. Dann müssen wir machen, was er von uns verlangt. Außer wir wollen mit unserer Axt und unserer Rüstung gegen die Barriere so oft gegen anlaufen, bis sie kaputt geht. Aber das wäre wohl nicht ganz so praktisch. So, da oben müssten wir jetzt eigentlich schon den Turm sehen.
Ja, so Ansätze. Oh, unser Trank ist alle. Gleich den nächsten rein. Und hopp. Vielleicht sollten wir vorher noch irgendwelche Schutzzauber anlegen. Weil wir hatten ein Amulett, das Feuerschutz bietet. Obwohl, nein, das haben wir mit Milton getauscht. Das wollte er ja aus dem Steinzirkel haben. Na gut, wenn der Ork wirklich gewalttätig wird, dann müssen wir ihn einfach möglichst schnell umbringen. Dass er gar nicht erst dazu kommt, zu zaubern. Deswegen ist es wirklich gar nicht so schlecht, dass wir im Dunkeln da hochlaufen. So, die Wache hier ist schon tot. Jetzt können wir gleich da die Rampe nach oben gehen. Wir sollten auch schon mal die Augen offen halten, ob er vielleicht doch nicht alleine ist. Vielleicht hat er irgendwelche anderen Orks um sich geschart. Das war doch hier hoch, oder? Ja, hier ist eine Fahrt im Dunkeln. Es ist geradezu prädestiniert dazu, dass wir hier irgendwo runterpurzeln. So, hier noch hoch. Dann müssen wir gleich nochmal eine Linkswindung machen und dann müssten wir eigentlich schon oben beim Turm sein. Machen wir schon mal unsere Axt breit. Obwohl, wir sollten ihn nicht extra provozieren. Gehen wir erstmal ohne Axt hin. Wenn er wirklich gleich Anstalten macht, einen Feuerball zu schmeißen, dann laufen wir einfach schnell weg. Verstecken uns irgendwo hinterm Turm. Ziehen dann unsere Axt und gehen dann nochmal mit voller Geschwindigkeit auf ihn los. Ich höre schon was. Da kämpft jemand. Definitiv Feuerbälle. Oh, was ist denn da los? Ah, da komm her. Oh, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, er hat sich definitiv keine Freunde gemacht, als er gegangen ist. Aber er scheint friedlich zu sein. Dank Schulden, Fremder. Böse Orks töten wollen mich. Alte Brüder seien heute Feinde. Böse Orks, das ist eine interessante Wortwahl. Wer bist du? Name Urshak. Sein Sohn von Geist. Menschen nennen Schamane. Woher kannst du unsere Sprache? Urshak gewesen Sklave bei Menschen in Nina. Seien gelaufen weg. Seien viele Winter her. Du warst Sklave in der Mine? In welcher Mine? Mine gewesen mit Dorf in Kessel drüber. Ein Dorf mit Kessel drüber? Warum kämpfen deine Stammesbrüder gegen dich? Urshak, gefallen in Ungnade, haben beschmutzt Ehrfurcht vor Krushak, glauben Krushak sei ein böser Dämon. Krushak wird dann wohl der Schläfer sein. Was heißt Krushak? Menschen sagen, schlafen. Du meinst Schläfer? Ja, Menschen sagen, Schläfer. Was weißt du über den Schläfer? Fünf Brüder seien gewesen, seien viele Winter vorher, waren Söhne von Geist, wie Urshak. Fünf Schamanen also. Haben gerufen, Krushak! Haben besiegen wollen, Clan von Feind. Fünf Brüder von damals haben gebaut, Tempel in Erde für Krushak. Ein unterirdischer Tempel zu Ehren des Schläfers. Das muss Xardas gemeint haben mit unter der Orkstadt. Was passierte dann im Tempel unter der Erde? Brüder von damals haben gegeben Herz für Krushak. Aber Krushak gewesen böse. Krushak verfluchen alle, die bauen Tempel. Brüder ohne Herz, nun sein Tod und lebendig. Sein beides. Krushak haben Herz von Brüder. Herz sein Kraft für Krushak. Was passierte mit den Arbeitern, die den Tempel erbauten? Krushak verfluchen alle. Auch die gewesen Arbeiter seien allen tot und lebendig. Ork und Tote, okay. Haben die Orks an der Oberfläche nichts unternommen?
haben verschlossen Tempel. Brüder von heute anbeten Krushak. Krushak bekommt Opfer, damit nicht werden böse. Urshak-Opfer finden falsch, haben gesagt Krushak böse. Brüder wollen nicht hören. Brüder sagen Urshak gehen. Brüder schlagen Urshak. Ich muss in den unterirdischen Tempel. Kannst du mich dorthin bringen? Urshak sagen Dank zu Fremden. Fremde retten Urshak. Aber Eingang von Tempel in Heimat. Urshak nicht können gehen Heimat. Verstehe. Sie lassen dich nicht mehr in die Orkstadt zurück. Kannst du mir sagen, wo auf meiner Karte hier die Orkstadt ist? Heimat von Urshak sein, wo Karte nicht bemalt. Fremder geben Karte, dann Urshak machen Karte fertig. Sehr schön. Erstaunlich. Du bist ein guter Kartenzeichner. Danke. Nun, dann muss ich mir den Weg wohl freikämpfen. Brüder in Heimat seien sehr stark. Brüder seien sehr viele. Fremde nicht gehen. Viele Krieger. Fremde sterben. Andere Söhne von Geist in Heimat machen Fremde Feuer. Dann Fremde sterben. Na okay, die Tempelkrieger hier waren schon stärker als die gewöhnlichen Orks. Aber machbar. Aber was er jetzt meinte von anderen Schamanen, das könnte wirklich ein Problem werden. Na gut. Okay, okay, aber ich muss einen Weg in den Tempel finden. Urshak kennen Weg. Fremde tragen Ulumulu. Ulumulu? Was ist ein Ulumulu? Seien Standarte der Freundschaft. Brüder respektieren Ulumulu. Fremde tragen Ulumulu, dann Fremde nicht sterben. Na, wenn ein Ork ein Ulumulu trägt vielleicht, aber ein Mensch? Das würden die doch bestimmt komisch finden. Aber ein Versuch ist es wert. Wo bekomme ich ein solches Ulumulu her? Fremde gehen zu Freund von Urshak. Freund von Urshak geben Ulumulu. Fremde tragen Ulumulu, dann Fremde nicht sterben. Ja, ja, das mit dem Nicht-Sterben habe ich verstanden, aber wo finde ich deinen Freund? Freund von Urshak sein in Mine von Menschen. Freund damals nicht laufen weg mit Urshak. Freund damals gewesen krank. Warst du in der alten Mine gefangen? Urshak nicht verstehen. Warst du in der verlassenen Mine gefangen? Urshak nicht kennen Wort. Warst du in der freien Mine gefangen? Urshak gefangen in Mine und der Dorf in Kessel. Urshak glauben, Menschen nennen so. Danke für deine Hilfe. Urshak danken Fremde. Fremde retten Urshak. Fremde nun Freund von Urshak. Freund nehmen Geschenk. Nehmen Talisman von Urshak. Talisman schützen vor Atem von Feuerwaran. Urshak nicht können gehen Heimat. Urshak nun hier wohnen. Freund kommen, wir brauchen Hilfe. Vielleicht werde ich auf dein Angebot zurückkommen. Gut, gut. Ein Feueramulett. Schauen wir uns das mal an. Orkischer Talisman. Der sieht ziemlich ähnlich aus wie der, den wir Milton gegeben haben. Aber gut. Die Waffen nehmen wir gleich mal mit. Denn wir brauchen alles, was wir kriegen können zum Tauschen. Sonst haben die Orks nichts. Na gut. Was ist das denn da für ein Schalter? Wofür war das jetzt? Wir sollten mal eine Fackel rausholen. Sonst sieht man hier gar nichts. So. Ist hier irgendwo was aufgegangen? Da ist der Turm, wo hochgeklettert sind. Was auch immer das Ding bewirkt hat, ist wahrscheinlich schon längst kaputt gegangen. Aber gut. Also, Dorf im Kessel. Wir kennen zwei Minen. Die alte Mine, die eingestürzt ist inzwischen, und die neue Mine. Wenn es die alte Mine war, ist sein Freund tot. Und die neue Mine? Ja, das neue Lager ist ein bisschen wie in einem Kessel.
Also das Lager selbst, wo die Söldner und Banditen hausen. Also ja, sein Freund wird bestimmt in der neuen Mine auf uns warten. Das heißt, wir teleportieren uns jetzt direkt zu den Wassermagiern wieder. So, das war die Rune. So, und... Oh, oh. Gut, dass du kommst. Ich habe schon auf dich gewartet. Du hast auf mich gewartet. Warum? Gorn bat mich, dich bei deinem Auftauchen hier sofort zu ihm zu schicken. Was ist los? Er hat einen Plan zur Befreiung der besetzten Mine. Bewacht er noch den Zugang zur Mine? Ja. Bitte suche ihn so schnell wie möglich auf. Zeig mir deine Ware. Das trifft sich ja ganz gut. Da wollten wir eh hin zur Mine. Und die beiden Waffen können wir gleich verkaufen. So, dich und dich und dich und das bringt fast gar nichts. Aber gut, vielleicht ein, zwei Heiltränke. Ja, ups, nee, nicht ganz so viele. Eins, zwei und das soll reichen. Ja, die Ork-Waffen sind echt nicht viel wert, aber davon gibt es ja auch eine ganze Menge. Aber gut, speichern wir es mal ab. LP 68.